Wir stehen hier vor dem Landgericht in Magdeburg. Heute wird hier über einen Fall von Hausfriedensbruch verhandelt. Hausfriedensbruch in der Schweinezucht und Schweinemast in St. Beindorf. Das ist eine der größten Schweinezuchten Deutschlands mit über 60.000 Schweinen, die da drin eingesperrt sind. Und ich und zwei andere Menschen sind hier heute angeklagt. Wir haben 2013 diesen Betrieb betreten, um die Zustände darin öffentlich zu machen und Druck auf die Veterinärbehörden aufzubauen. Denn die haben noch nicht mal dafür gesorgt, dass die absurd minimalen gesetzlichen Mindeststandards eingehalten werden. Letztes Jahr haben wir schon den Prozess schon mal geführt im Amtsgericht Haldensleben. Dort wurden wir freigesprochen. Die Richterin hat es genau wie wir so gesehen, dass es eben nicht illegal ist, dieses Videomaterial anzufertigen, sondern rechtfertigender Notstand. Dass es keine andere Möglichkeit gibt, den Tieren in solchen Anlagen zu helfen. Gegen das Urteil hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Deswegen sind wir hier heute nochmal, um diesen Fall neu zu verhandeln. Und wir hoffen auf ein ähnliches Urteil wie vor einem Jahr. Und wir stehen hier mit zahlreichen Unterstützern. Und ja, hoffen einfach, dass es gut für uns ausgeht. Wir wurden gerade vom Landgericht Magdeburg freigesprochen. Überraschend für uns alle, nach einer Stunde schon. Und der Richter ist im Grunde der Argumentation des Amtsgerichts Haldensleben gefolgt. Auch er sah es als rechtfertigen Notstand an, dass wir eben nur durch die Veröffentlichung des Filmmaterials den Tieren in der Anlage helfen konnten. Nur so konnten wir die Veterinärbehörde dazu bringen, die tierschutzrechtlichen Verstöße abzustellen und einzuschreiten. Für mich besonders bewegend war, dass der Richter in seinem Schlusswort gesagt hat, dass er unser Engagement für positiv und gut bewertet. Und dass es wichtig ist, so ein bürgerliches Engagement, wenn der Staat versagt. Und das finde ich schon ziemlich toll von dem Landgericht Magdeburg und von dem Richter.